Mann, was da schon wieder ist. Kack, kleiner Mini-Tro. Oh, ich habe nur noch 11 Schuss. Nicht so schlimm. Ich habe gesehen, ich habe die hier wohl vergessen. Ja, gut. Daran denkt man natürlich in dem Moment nicht. Und hier irgendwo bei den Reifen wohl. Gucken wir mal ganz kurz. Dahinter. Ah, ich sehe das schon. Ja, gut. Aber sonst habe ich mir eigentlich fast alle gemerkt. So, jetzt habe ich 97. Die letzten drei, die kriegt man immer. Boah, was ist denn hier los? Alles voller Trucks? Das war's. Jo. Ist irgendwo noch ein Truck? Kommt ihr dann immer her, Alter? Krieg ich den noch schneller down? Oh. Ah, schon wieder. Aber oh, schnell schießen kannst du mit der. Das ist schon ganz gut. Kannst du nämlich mit der 10mm kannst du auch schon ganz gut schießen, recht schnell, aber noch einer? Mann. Wo ist der hin? So, jetzt aber. Okay. So, der Vorarbeiter, ich weiß schon wieder nicht mal, wie er heißt, wird sich freuen, dass wir so viel ihn mitbringen. Okay. Das war eben... Wieso? Die Waffe hier schon wieder nicht mehr als Erstwaffe drin. Ist denn der Menschenöffner da? Jetzt hat sich nämlich Folgendes geändert. Genau. Es ist jetzt hier nämlich. Diese scheiß Crocs haben sich hier freigeschlagen. Keine Ahnung. Jetzt ist hier ein Loch. Und hier in einen. Es ist auch so gemein, finde ich. Dieser Teile sind die letzten drei Stahlbahnen. Ich meine, gut, ich muss ganz ehrlich sagen, beim ersten Mal habe ich das. Die hier aber trotzdem gleich gefunden, weil ich ja ganz am Anfang sehr aufmerksam war und mir gedacht habe, wenn die hier auf einmal eine Öffnung haben, muss es doch hier irgendwas geben. So. Jetzt können wir mal gucken. Jo, 100 Rohstahlbahnen. Perfekt. Dann gehen wir mal rein. Und tun uns unsere Belohnung an. Na, sieh mal einer an, wer hier wieder angeschlichen kommt. Ich werde diese Barren in Verwahrung nehmen, Hevi. Schaff deinen Hintern einfach wieder da rein und mach deine Arbeit. Du bist ja ein Naturtalent. Hier, damit kannst du noch härter arbeiten. Der Besitzer hat wegen seiner Enthauptung keine Verwendung mehr dafür. Wir haben jetzt Arbeiterkluft bekommen. Hier sind ein paar Stahlbahnen. Sieht gut aus. Hast du irgendwas für mich? Ich denke, das hier kann ich entbehren. Filterhelm? Ja, also man hätte sich jetzt schon mal hoch... man hätte sich schon mal zwischendurch abgeben können und hätte man schon was bekommen. Nochmal. Sieht gut aus. Hast du irgendwas für mich? Denke mal, du hast ja was verdient. Wenn du wieder rausgehst, sollten dir die hier gegen die Trucks helfen. Stahlschlagring? Na toll. Hier sind ein paar Bahnen. Material fürs Stahlwerk. Hast du irgendwas für mich? Wie wär's, wenn ich dir diesmal Stahl gebe? Diese Rüstung war eine Sonderbestellung für einen der Kämpfer aus dem Loch. Kugelsicher. Aber geholfen hat sie ihm nicht, als er von der Brücke fiel. Metallmeisterrüstung. Hier sind ein paar Sieht Bahnen. Sieht gut aus. Hast du irgendwas Klar für mich? Klar doch.
Etwas kurios, aber hier, hab's einem Trottel in der Stadt abgenommen. Irgendein Genie hat an seinem Laser rumgebastelt, polierter Metalllauf, ein paar Prismen und schon hat er eine tödliche Lichtershow erschaffen. Eine super krass starke Waffe, Metallsprenger und Mikrofusionszellen bekommen. Hier ein paar Stahlbahnen. Material fürs Stahlwerk. Hast du irgendwas für mich? Ob ich was hab? Wie wär's mit topaktueller Mode? Wenn du diese Rüstung trägst, wird jeder darauf brennen, dich kennenzulernen. Was so viel bedeutet wie, sie sind in Feuerreichweite. Bomberrüstung. Hier sind ein paar Die Barren. Kannst du mir geben. Und denke mal, die hast du dir verdient. Gehörte mal einem Wüstenpriester. Er meinte, sie wäre kugelsicher. Das Teil hat schon nach wenigen Tests den Geist aufgegeben, aber ein Heidenspaß war es allemal. Lederrebell. Die kannst du mir geben. Der Typ ist einfach nur geil. Everett finde ich richtig gut. Bei all dem Metall, was für uns herausspringt, würde sich's wohl lohnen, wenn wir eine effektive Waffe gegen diese Trox zur Verfügung stellen. Bitteschön, dieses Ding hat schon Trox und Ghule von hier bis Monroeville zerfetzt. Einfach mal probieren. Der Schläger. Mhm. Das ist, glaube ich, die verbesserte Version des Menschenöffners nochmal. Hier sind ein paar Bahnen. Die kannst du mir geben. Hast du irgendwas für mich? Ist wahrscheinlich ein Fehler, aber du hast es dir verdammt nochmal verdient. Hier, das beste Gewehr, das ich jemals hatte. Schießt zwar etwas langsamer, bietet aber mehr Power und Genauigkeit. Viel Glück! Der Perforierer, darauf habe ich gewartet. Sehr geile Waffe. Hier sind ein paar Sieht Waffen. Sieht gut aus. Erbarm. Ich glaube, das ist letzte Mal jetzt. Hast du irgendwas für mich? Ich glaub nicht, laus der Affe. Das sind doch glatt 100 Barren. Ich wäre schon überrascht gewesen, wenn ich nur einen bekommen hätte. Also, dafür trenne ich mich sogar von meinem Prunkstück. Diese Rüstung gab's schon zu Zeiten, in der die Bruderschaft Pitt auszulöschen versuchte. Einige der Stämme, die Escher verehrten, machten einen wahren Gott aus ihr. Einfach mal anprobieren. Darin fühlt man sich wie ein junger Gott. Stammespower-Rüstung. Ich kann da draußen keine weiteren Barren mehr finden. Ja, dann hast du wohl alle gefunden. Bist echt ein Meistersucher. Gibt es noch andere Orte, an denen man Barren finden kann? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, du hast tatsächlich den ganzen Werkshof aufgeräumt. Wir schicken ein paar andere Arbeiter auf Stahlsuche in die Gebäude. Du mach mal eine Pause. Ha! Ich werde jetzt gehen. Ja, komm wieder, wenn du mehr hast. Jawohl, wir sind extrem überlastet, das war klar. Ich werde mal den ganzen Schrott bei Everett, habe ich mir mal mein ganzes Zeug immer abgeladen. Hier wird es nämlich auch gespeichert, warum auch immer, ich weiß nicht. Aber der ist auch ganz in Ordnung, der Typ, wie gesagt, ich mag ihn. Ja, Gamma-Abschirmrüstung, hier Filterhelm, brauchen wir alles jetzt erstmal nicht, Bomberrüstung. Aber krass, die Bomberrüstung, guckt euch mal das an. Große Waffen. Sieht gar nicht so aus. Das ist das, was er anhat. SR-20. Naja. Arbeitsoutfit. Na toll. Kopftuch brauche ich auch nicht mehr. Lederrebell. So ein Schwachsinn. Aber oh, guck mal. 24 auch. Metallmeisterrüstung. Ja, aber nein. Wir haben die hier. Die nutzen wir natürlich gleich. Den ganzen Schrott hier erstmal. Weg damit. Weg. Okay. Ich bin immer noch überlastet. Schwachsinn. So. Genau, es gab keinen Helm, also muss ich mir doch einen Helm aussuchen. Ziemlich geil. Jetzt habe ich hier, sage ich mal, eine etwas ältere, oder ist schon eine ziemlich alte Power-Rüstung. Wie gesagt, er hat gesagt, von den Kriegen, wo sie Pit noch leergeräumt haben, und das ist schon ein Weilchen her. Ich habe immer den Filterhelm, glaube ich, dafür genommen noch, weil der sah noch sehr stylisch aus. Strahlenresistenz, ja gut. Schüssen. Sehr geil. So, Waffen. Na gut, hier kann ich auch nochmal entleeren. Was haben wir denn an Waffen? Oh, weg. Der Schläger. Oh, Alter!
Ist das übel? Metallsprenger, das ist eine sowas von geile Waffe. Seid mal vom Bill weg hier, alles. Der Scheiß, der kann alles weg. Weg. Stahlschlagring, toll. Sturmgewehr brauche ich nicht, aber ich würde den Perforierer reparieren. Also ich habe jetzt eigentlich schon das Beste, was ich jetzt haben kann, bei mir. Ja, sieht sehr gut aus. Den Perforierer reparieren wir. Huch. Das machen wir auf die 1. Perforierer auf die 2. 3 machen wir das. Das und das. Perfekt. Jetzt sind wir richtig schön ausgefallen. So, damit haben wir eigentlich den größten Teil hier erledigt. Ja, voll geil, ich bin Sklave, der bewaffnet ist, ja. Hey, Hebi, meine Aufmerksamkeit sollte man besser nicht auf sich ziehen. Warum? Guck doch mal, wie ich aussehe. Sieht aus wie einer deiner lumpigen Arbeiter. Ich bin besser bewaffnet und ausgerüstet als du. Naja, egal. Wir... Ja, gucken wir mal. Ich will ja hier... als Sklaventreiber mitarbeiten. Neues? Irgendwas gehört? Ich bin hier, um Heilmittel gegen die Mutation zu finden. Der hier ist nämlich ein kleiner Spion, kleines Arschloch, aber egal. Ich bin außerhalb nicht... Was? Ich bin von außerhalb. Nicht aus Pit. Ich will helfen, die Sklaven zu befreien. Mir dir hilft Werner. Werner versucht, die Sklaven zu befreien. Marco stellt Waffen her. Na, machen wir mal, Midia hilft Werner. Ach, das ist eigentlich keine Überraschung. Die Bosse hatten sich schon gedacht, dass sie etwas im Schilde führen. Hier als kleine Entschädigung für den Aufwand. Ich hoffe, das wird ihnen da draußen helfen, besser zu überleben. Was ist denn das? Oh, diese Erfahrung dafür. Und verlieren Karma. Und? Was gibt's Neues? Werner versucht, die Sklaven zu befreien. Ach, deswegen hassen ihn die Bosse scheinbar so. Hier, als kleine Anerkennung. Danke für Ihre Hilfe. Ich mache mich, glaube ich, sehr beliebt. Irgendwas gehört? Marco stellt Waffen. Ich wusste doch, dass dieser Mistkerl was im Schilde führt. Endlich. Nach all dem, was er mir angetan hat, kann ich mich endlich rächen. Hier, für den Aufwand. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Was gibt's Neues? Irgendwas gehört? Ich bin von außerhalb nicht auf Piss. Ich will helfen, die Sklaven zu befreien. Ich bin hier, um Heilmittel gegen die Mutation zu finden. Ach ja? Ein Heilmittel wollen Sie finden? Interessant. Das merke ich mir. Hier, eine Kleinigkeit, die ich gefunden habe. Könnte nützlich sein. Ah ja. Was gibt's Neues? Irgendwas gehört? Aber das andere... Nö, das Schade. Machen wir erstmal nicht. So, wir kümmern uns jetzt um den Rest. Wir sprechen nochmal mit diesem Markus, den wir gerade verraten haben. Oh Mann. Wo ist der? Oh, ja. Ja. Hallo, Oh, den haben sie sehr schnell eliminiert. Also, das hat sich sehr schnell rumgesprochen, wie das schien. Der Schläger, naja. Reparieren wir mal. Okay, dann gehen wir mal zurück zur Marina oder wie die hieß. Die haben wir ja auch verraten. Oh Mann, eigentlich richtig schlecht, wenn man denkt, für zwei lumpige Stimpacks. Aber wir haben ja auch Erfahrung dafür bekommen. Aber ihr werdet am Ende nochmal was mitkriegen. Es ist nämlich zwar wirklich edel, wenn man denen hilft, aber es kommt danach zu einem riesengroßen Twist hinterher, wo man dann sich echt denkt, scheiße, wieso habe ich denen geholfen und so. Das ist übelst krass gemacht. Habe ich hier schon
den Hydranten mir angeguckt. Da ist nämlich auch wieder ein Geheimversteck, genau. Ich nehme mal ein bisschen was von meinem Zeug hier, aufbereitetes Wasser. Schmutziges Wasser, genau, schön ein bisschen wieder hochtreiben hier alles. Okay, naja, den Rest brauche ich nicht. Warum? Das ist immer geil gemacht, hier oben laufen die Bosse, hier unten sind die ganzen Sklaven, die arbeiten. Tja, der hat echt mit der Schrot aus der Entfernung geschossen. Naja. Okay. Wie krass, Alter. Hallo? Sieht doch nicht mal aus wie ein Sklave. Haben Sie vielleicht Wild Bill gesehen? Ach ja, wer ist dieser Wild Bill? Bill ist ein Freund von mir. Ein sehr guter Freund. Wir haben lange Zeit zusammen im Stahlwerk gearbeitet. Letzte Woche waren wir gezwungen, jemanden auf den Werkshof zu schicken, um Barren zu sammeln. Bill bot sich freiwillig an. Er wollte sicher gehen, dass da draußen niemand umkommt, aber er ist ein Überlebenskünstler. Er kann gar nicht tot sein. Sie sehen aus, als ob Sie sich da draußen halten können. Würden Sie ihn suchen und zurückbringen? Hallo? Ich helfe gerne. Vielen Dank, aber Vorsicht da draußen. Bill würde es sich niemals verzeihen, wenn jemand auf der Suche nach ihm umkäme. Wer ist dieser Bill? Gleich wieder? Er ist ein Freund von mir. Letzte Woche war er... Viel Glück. Was ist das denn? Ich habe ihn doch... Hab doch den Zettel gefunden. Haben Sie Wild Bill schon gefunden? Ich habe ihn im Werkhof gefunden. Das ist ja wunderbar. Wo ist er jetzt? Ist er mit Ihnen zurückgekommen? Also ich kann sie anlügen. Bill sagt, es geht ihm gut. Er kann nur noch nicht zurückkehren. Oder Bills Schreierei... Bills Schreie war... was? Meine Güte. Bills Schreie. Markerschütternd. Da wusste ich, dass ich zu spät kam. Oh. Lüge. Naja. Bill ist tot. Bill, ich habe im Werkhof eine Leiche gefunden. Es tut mir leid, Miley. Solange ich weiß, dass es ihm gut geht, bin ich beruhigt. Danke für Ihre Hilfe. Ich sag den anderen Bescheid. Hier, paar Stimpacks. Sie sind alles, was ich habe. Wiedersehen. Wir haben 5 Erfahrungen gefehlt zum Level-Up. Oh Mann. Oh, guckt euch das an. Ein Erfahrung, ein Punkt hat mir gefehlt, ey. Oh Mann. Ja. Große Waffen. Was hatte ich gesagt, wollte ich machen? Dietrich kann ich jetzt auch lange machen. Medizin muss ich 60 machen, habe ich gesagt. Das ist ganz wichtig. Und reparieren eigentlich auch. Machen wir das schon mal so. Wo ist denn reparieren? Da. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich weiß, ich sag's ganz oft schon. So, jetzt habe ich endlich das und jetzt kann ich... Ja, das ist auch so. Falls Dogmeat stirbt, können sie mit den extra Welpen aus seinem Wurf von Welpen einen neuen Hund als Begleiter bekommen. Haben sie nur ein wenig Geduld, dann wird... Das ist eigentlich ganz lustig, weil Dogmeat stirbt eigentlich zu 100%. Das ist total blödsinnig. Apotheker, sie haben das Geheimnis von Nuka-Cola Quantum Herstellung gelüftet. Dieses extra verwandelt je 10 Nuka-Colas ihres Inventars sofort in eine Quantum. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Warum habe ich das nie gemacht? Entdecker ist ein ganz gutes Special. Das hier ist auch ziemlich gut wegen der Abhängigkeit. Aber das hier ist mir noch lieber. Da auf der Verbesserung, genau. Und auch Energiewaffen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie sich das direkt auswirkt. Wirkt sich das jetzt direkt auf meine Fähigkeiten was aus, oder? Ja, so haben die das gemacht. Das heißt auf Deutsch und naja, gut. Egal. Ich verstehe nicht, wie man da Hunger haben kann. Ja. Nee, ich will nicht. Das ist wie ein Todesurteil. Hier. Matt?
Das ist wie ein Todesurteil. Aber 60, 25 TP. Das möchte ich nicht. Das ist ja ekelhaft. Verschwinde! Wer ist da dran? Pitzklave. So, dann gehen wir mal zu ihr rein. Hier drinnen stinkt es immer so. Daran gewöhnt man sich aber. Sie kommen gerade richtig. Asher befahl allen, auf den Platz zu kommen. Es wird gemunkelt, dass er die Arena aufmachen wird. Das wäre für uns ideal. Was ist mit der Arena? Okay, jetzt erklären Sie mir diesen Plan erstmal genau. Eine Arena, sehr interessant. Das gehört also zu Ihrem Plan. Ja. Es ist ganz einfach. Ab und zu macht Asher die Arena auf. Dann kann jeder Sklave, der dazu bereit ist, gegen die Gladiatoren kämpfen. Wenn sie gewinnen, lässt man sie frei. Und sie bekommen eine Audienz bei Asher. Es ist die einzige Chance für einen Sklaven, mit ihm zu sprechen. Sie kämpfen und gewinnen. Und wenn sie mit Asher sprechen, holen sie sich das Heilmittel. Und er wird es mir einfach so geben? Nein, nicht ganz. Werner hat ein Ablenkungsmanöver vor. Wissen Sie, wir haben diese Waffen ja nicht umsonst gemacht. Sobald Sie Asher gegenüberstehen, sollte das Heilmittel greifbar sein. Schnappen Sie es sich und bringen Sie es mir. Jetzt lassen Sie uns aber verschwinden und Ashers Ansprache anhören. Falls die Wachen uns hier erwischen, werden sie uns die Hölle heiß machen. Da liegen Mad-X-Spritzen.